Eine besondere Wahl, die Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl, 5 Kreuze muss man machen. Wie wichtig ist das für Sie? Eigentlich gar nicht. Was hat denn Priorität zum Beispiel? Denn es wird sich mit Sicherheit hinterher nichts ändern. Die Versprechungen, die vorher gemacht worden sind, sind hinterher komischerweise vergessen. Und wie sieht das mit der Kommunalwahl aus? Ist die für Sie wichtig? Jein. Und Europa? Die Kommunalwahl, wenn man jetzt Bürgermeisterwahl nimmt, das ist sehr wichtig. Kommunalwahl selber, Parteien, nein. Auch da ändert sich dann wieder nichts. Ups, aber die Europawahl? Halte ich für sehr wichtig. Kreuzt denn alles in einer Farbe oder unterschiedlich? Das von schwarz bis lila? Das weiß ich noch nicht. Okay, das werde ich auch nicht sagen. Okay, vielen Dank. Auch bitte. Danke. Wie wichtig ist das denn für Sie, Kreuzchen zu machen heute? 5-mal gleich. Ja gut, das habe ich zum ersten Mal gemacht, 5-mal Kreuzchen. Aber ich habe die Kreuzchen für eine Partei gemacht, für die Partei stehe ich. Und ich weiß genau, es ändert sich eh nichts. Okay, danke. Aber was hat sich jetzt geändert? Und man bekommt ja jetzt mehr Kindergeld für die Kinder. Wir haben 3 Kinder, die da in Frage kommen. Ab 92 vor. Die Wichtigkeit hat, wo soll das Geld herkommen? Das ist die Frage. Ja, aber zum Glück hat ja da unser Bürgermeister, der heute gewählt wird, da nicht so viel mit zu tun. Nein, das ist richtig. Wir sind Zugezogene, wir kennen die Leute hier in Schermbeck nicht. Da habe ich mich dann darauf verlassen, dass ich den wähle, der meine Partei hat. Okay, vielen Dank auch. Gerne. So, eine außergewöhnliche Wahl. Gleich 5-mal müssen Sie heute ein Kreuzchen machen. Ist das für Sie was Besonderes oder hat das auch Prioritäten von oben nach unten, Europawahl, Kommunalwahl? Für mich ist das natürlich was ganz Besonderes. Und ich wünsche mir, dass die etablierten Parteien mal wissen, wofür sie eigentlich da sind und mal ein bisschen Gegenwind bekommen. Das ist also meine Ansicht. Etabliert, damit meinen Sie auch die Parteien, die jetzt heute zur Europawahl anstehen? Auch die zur Europawahl, ja. Dass sie mal wirklich merken, dass sie fürs Volk eigentlich da sind und nicht nur für sich selber. Wo sollten die denn anfangen? Die sollten vor den kleinen Leuten vor Ort mal anfangen. Und mal wirklich fragen, was drückt denen auf dem Herzen, was drückt denen auf den Schuh? Ich glaube, das wissen die meistens nicht. Die sind zu fern ab der Realität. Die Kreuzchen, die Sie heute machen, haben die eine Farbe oder fangen Sie mit einer an und gehen runter bis lila? Ich habe ganz einfach mein Kreuz am richtigen Platz gesetzt, denke ich mal. Ja, okay, vielen Dank. Bitte. Eine ganz besondere Wahl. 5-mal müssen Sie ein Kreuzchen machen. Was hat denn für Sie Priorität bei diesen ganzen 5 Kreuzen? Also für mich hat Priorität erstmal die Geschichte auf der kommunalen Ebene, weil die uns erstmal als erstes tangiert. Europa ist natürlich weit weg, ist aber nichtsdestotrotz auch sehr, sehr wichtig. Aber für uns ist es hier sehr wichtig, wie es vor Ort für uns weitergeht. Und für mich ist auch wichtig, dass die etablierten Parteien CDU, SPD wirklich mal noch mehr wieder auf ihre Bürger hören und sehen, was ist an der Basis los. Manchmal, gerade in der Bundespolitik, ist im Moment jetzt nicht gefragt, hat man den Eindruck, die Politiker wissen gar nicht, was so an der Basis alles los ist und wo der Schuh drückt. Und hat Ihre Farbe, ist die eintönig oder auch schön bunt? Die ist relativ eintönig, aber ich sage jetzt nicht welche. Das müssen wir auch, dafür haben wir auch ein Wahlgeheimnis. Danke. Genau, bitteschön. Eine besondere Wahl. 5-mal Kreuze muss man heute machen. Was hat denn für Sie Priorität von oben herunter? Europawahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl? Europawahl, Bürgermeisterwahl und dann kommt Kommunalwahl und die anderen. Gibt es da eine besondere Farbe, die Sie bevorzugen? Eine besondere Farbe, das ist ja schon wieder... Dann laufen Sie mir nicht weg. Oder ich meine, kann das sein, dass das bunt gemischt ist, dass Sie mit einer Farbe anfangen und mit lila aufhören? Das könnte sein, ja. Also praktisch zu jedem Stimmzettel nicht immer die gleiche Farbe. Okay, vielen Dank. Bitte. Eine Frage. 5-mal Kreuzchen dürfen Sie heute machen. Was hat denn für Sie Priorität von oben runter? Von oben runter, Landrat, Bürgermeister, Gemeinderat, Kreistag, Europa. Wie sieht es denn mit den Farben aus? Fangen Sie mit einer an und hören bei lila auf oder bleiben Sie so bei einer Farbe? Quer durch den Garten. Ist schon ungewöhnlich, 5-mal Kreuzchen machen an einem Tag, oder? Demokratie. Ja, okay. Vielen Dank. Bitte.
Ja, eine ganz außergewöhnliche Wahl. Sie dürfen heute fünfmal ein Kreuzchen machen. Ja, gibt es da irgendwo eine Sache, die Priorität hat, von oben angefangen, eventuell die Europawahl? Also ich denke mal, für uns für mich speziell als Gemeindemitarbeiter ist die Kommunalwahl sicherlich die interessanteste, weil sich daraus auch ein neuer Vorgesetzter für mich ergibt. Das war ja auch eine spannende Sache im Vorfeld, ne? Weil fünfmal alles unter einem Dach zu bringen, das hieß ja auch jede Menge Arbeit, oder? Im Vorfeld habe ich nicht so viel davon mitbekommen, da gab es Leute bei uns im Haus, die das getan haben. Aber ich denke auch heute Abend das Zielgeschäft, das wird etwas umfangreicher als gewöhnlich. Ihre Kreuzchen in Farben, querbeet oder mehr in einer Farbe? Meine Kreuzchen? Die gehen Sie gar nichts an. Naja, ich dachte vielleicht von schwarz bis lila, also so 10 verschiedene Farben. Nee, alles an der richtigen Stelle. Okay, vielen Dank auch. Danke.